Also, nachdem ich letztes Mal euch die besten russischen Süßigkeiten aus dem Russenmarkt gezeigt habe, zeige ich euch dieses Mal das beste russische Knabberkram aus dem Russenmarkt, damit ihr die euch auch mal kauft. Hallo, heute gibt es ein Video über Sachen, mit denen man ganz verrückte Sachen machen kann, die aber nicht so süß sind wie die im letzten Video für alle von euch, die gerne herzhafte Sachen knabbern. Wie bei meinem letzten Video mit Süßigkeiten könnt ihr alle Sachen in den russischen Läden in Deutschland kaufen und müsst nicht extra nach Russland fahren. Und hier gibt es meine persönliche Top 5 von allem, was man in Russland gut knabbern kann, was aber nicht so süß schmeckt. Diese Kringel auf Russisch Sushki sie schauen zwar ein bisschen aus, als wären sie süß, sind sie aber nicht, denn die gibt es nämlich mit Mohnkörnern oder Sesam. Wenn die ein bisschen größer und weicher sind, dann heißen sie Baranki und schmecken eigentlich genauso und man isst sie zum Tee. Solche getrockneten Fische oder Garnelen essen die Russen sehr gerne zum Bier und welche, die wie ich kein Bier trinken können, die können das natürlich auch so essen. Und ich mag aber solche ganzen Fische nicht so sehr. Ich mag eher die Filetstreifen. Wenn ihr Leute seht in Russland, die so da sitzen, dann essen die wahrscheinlich Semitschki. Das sind geröstete Sonnenblumenkerne. Ich mag die vor allem mit Salz, aber die gibt es auch ohne. Wenn ihr die selber rösten wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Aber da müsst ihr die mit Schale rösten, weil in Deutschland gibt es ja meistens die ohne Schale zum Backen. Und die mit Schale gibt es meistens nur als Vogelfutter. Das ist ein Milchring und den mag ich sehr gerne. Das sind Kekse aus Weizenmehl und Milch. Die schmecken schon ein bisschen süß, aber nicht süß genug, um die ins Süßigkeiten-Video zu tun. Und deswegen habe ich dir dieses Video getan. Die solltet ihr unbedingt mal probieren. Das sind Sukhaliki und die gibt es in Russland in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wie man das sieht. Zum Beispiel in Hummer oder Käse oder Gurke. Und die beiden mag ich am meisten. Auch Sukhaliki essen viele Leute mit Bier, aber ihr wisst ja schon, ich gehöre eher zu den Leuten, die das ohne Bier essen. Na, was sitzt ihr noch rum? Kauft euch die ganzen Knabbersachen. Ihr könnt euch ja was aus dem Video aussuchen. Wenn ihr lieber im Internet bleiben wollt, dann findet ihr den jetzt eingeblendeten Link alle meine anderen Videos. Tschüss, abonnieren nicht vergessen.